Also wir befinden uns hier im Schallmessraum des Umweltbundesamtes. Das ist eine Messeinrichtung, die ist dazu gedacht, um ungestört von anderen Fremdgeräuschen verschiedene Geräte und Produkte akustisch vermessen zu können. Wir haben an den Wänden hochabsorbierende Verkleidung, die dazu führt, dass man im Schallmessraum die gleichen Bedingungen wie im Freien hat, aber eben ohne Störung durch andere Geräusche, beispielsweise vorbeifahrendes Auto oder einen vorbeifahrenden Zug. Wir haben verschiedene Einrichtungen, beispielsweise hier eine akustische Kamera, mit der man auch Schall optisch sichtbar machen kann. Wir haben verschiedene Mikrofone für verschiedene Frequenzbereiche, um hier angemessen für jede Messaufgabe tatsächlich auch das richtige Messequipment verwenden zu können. Lärm ist allgemein definiert unerwünschter Schall. Alle Geräusche, die stören, belästigen können, sind Lärm. Lärm ist dadurch sehr subjektiv geprägt und es kommt immer auf diese jeweilige Situation drauf an. Kurt Tucholsky hat beispielsweise mal gesagt, der eigene Hund macht keinen Lärm, er bellt nur. Also Lärm stört nicht nur, Lärm kann auch krank machen. Es kommt bei ständigen Belastungen durch Lärm beispielsweise dazu, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Das ist prinzipiell kein Problem, weil das passiert mehrmals täglich mit unserem Körper. Das Problem entsteht dann, wenn die Lärmbelastung eben permanent ist, der Körper gar nicht mehr die Möglichkeit hat, auch zur Ruhe zu kommen, Stresshormone wieder abzubauen. Also beispielsweise insbesondere im Nachtzeitraum gar nicht die Möglichkeit hat, mehr einen ruhigen, erholsamen Schlaf zu führen. Dann werden diese Stresslevel chronisch, permanent. Das kann dazu führen, dass das Immunsystem geschwächt wird, der Bluthochdruck steigt an, es kommt zu einem erhöhten Herzinfarktrisiko und auch beispielsweise Schlafstörungen und Depressionen sind mit hohen Lärmbelastungen assoziiert. Repräsentativen Studien des Umweltbundesamtes zeigen regelmäßig, dass Verkehrslärm die Lärmquelle Nummer 1 ist. Also insbesondere der Straßenverkehrslärm belästigt und stört ungefähr 3/4 der deutschen Bevölkerung. Aber auch Verkehrslärm durch Flugverkehr und Schienenverkehr ist eine wichtige Quelle. Aber man soll auch nicht vergessen, dass Lärm von der Nachbarschaft immer wieder stört und belästigt. Ungefähr 60% der deutschen Bevölkerung fühlen sich durch Geräusche von ihren Nachbarn gestört und belästigt. Also Lärmminderung ist in Deutschland ein sehr wichtiges Thema. Wir haben verschiedenste Regelungen bereits seit den 60er und 70er Jahren. Auch die europäische Ebene hat erkannt, dass permanente hohe Lärmbelastungen ein Problem sein können. Deswegen hat die Europäische Kommission im Jahr 2002 die sogenannte Europäische Umgebungslärmrichtlinie verabschiedet. Diese verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Lärmbelastung der Bevölkerung regelmäßig zu erheben und zu überprüfen. Also es soll natürlich nicht dabei bleiben, die Lärmbelastung festzustellen, sondern es sollen auch Maßnahmen zur Lärmminderung entwickelt werden. Die Daten aus der EU-Umgebungslärmrichtlinie werden beispielsweise auf europäischer Ebene genutzt, um über leisere Fahrzeuge, leisere Flugzeuge zu diskutieren und zu entscheiden. Aber auch für die deutschen Kommunen sind diese Lärmkarten von immenser Wichtigkeit, denn die Kommunen sind zuständig für die Aufstellung sogenannter Lärmaktionspläne. Im Rahmen dieser Lärmaktionspläne sollen lärmmindernde Maßnahmen entwickelt und auch umgesetzt werden, also beispielsweise Verkehrslärmreduzierung durch Tempo 30 oder durch Lkw-Routenkonzepte, aber auch zum Beispiel der Einbau lärmmindernder Fahrbahnbeläge ist ein wichtiges Thema, was die Kommunen in ihren Lärmaktionsplänen umsetzen können. Das Umweltbundesamt unterstützt diesen Prozess durch zahlreiche Arbeitshilfen. Wir haben beispielsweise im Handbuch mal gezeigt, welche Maßnahmen prinzipiell sinnvoll sind und welche Maßnahmen auch im Endeffekt hohe Lärmminderungen bringen können. Also wenn Sie beispielsweise an einer lauten Straße wohnen, sollten Sie sich fragen, ob Sie die Möglichkeit haben, das Kinderzimmer oder das Schlafzimmer auf die lärmabgewandte Seite zu legen, um insbesondere nachts einen ungestörten Schlaf haben zu können. Aber Sie sollten sich auch Ihr eigenes Verhalten in Frage stellen. Beispielsweise muss es immer der laute Laubbläser sein oder geht nicht auch die Harke. Oder beispielsweise auch sich an Regelungen halten, die zum Lärmschutz erlassen wurden. Also den Glascontainer nicht unbedingt am Sonntag oder in der Nacht zu befüllen, sondern tagsüber außerhalb der Ruhezeiten. Aber auch vielleicht einfach mal das Auto stehen lassen und zum nächsten Einkauf mit dem Fahrrad zu fahren. Dann ist ja so in der Praxis, wir sind alle natürlich Lärmbetroffene, aber sehr oft aber natürlich auch leider Lärmverursacher.